Das eigentliche Unternehmen wurde 1913 gegründet von dem Vetter meines Großvaters. Es handelte sich dabei um einen Großhandel von Eisenwaren und Kurzwaren. Hier sehen Sie den Musterkoffer, mit dem mein Großvater schon seine Kunden besucht hat. Hier sind die lieferbaren Heftzweckenfarben. Diese Köpfe, die hier drauf sind, sind noch, wie ich eben schon sagte, aus Zelluloid, nicht aus Kunststoff wie heute. Aber die Farben sind heute noch aktuell und up to date. Auf dieser Presse, die wir hier sehen, werden die Köpfe für die Heftzwecken ausgestanzt. Hier sehen Sie jetzt die ausgestanzten Heftzwecken auf die Vorratspappe fahren. Von hier durch das Röhrchen, was wir hier sehen, in der Maschine zugeführt und werden hier im Werkzeug zusammen mit dem Draht, der von hier kommt, zu einem Heftzweck vernietet. Wir sehen hier den fertigen Heftzweck, haben allerdings an der Spitze noch die bei der Produktion entstehenden Schüppen in dem Rommelfass. Werden jetzt die Heftzwecken, wie sie aus der Produktionsmaschine kommen, unter Zugabe von Ketten und Sägemehl gerommelt, um die Spitzen in den endgültigen Zustand zu bringen. In diesen Rollfässern werden die Heftzwecken unter Zugabe von Seife und Wasser endgültig entfettet, um für den Galvanisierungsprozess vorbereitet zu sein. Nachdem die Heftzwecken im Bad fertig beschichtet sind, werden sie in der Zentrifuge getrocknet und anschließend im Sieb noch einmal zur Endkontrolle gesiebt. An dieser Station werden aus einem PVC-Vollband die sogenannten Kalotts, die späteren Kunststoffköpfe für die Heftzwecken, ausgestattet. An dieser Maschine werden die ausgestanzten Kunststoffknöpfe mit den Heftzwecken verbunden, sodass anschließend der bunte, überzogene Heftzweck fertiggestellt wird. Die Silos, in denen die lose geschütteten Heftzwecken gelagert werden. Wir ermitteln an dieser Stelle die richtige Füllmenge mit Hilfe einer Waage, die gesteuert durch ein Gegengewicht und einen Vibrationsrüttler in eine Waagschale fällt und anschließend ausgelöst wird. Wir produzieren an Reißverschiften oder Heftzwecken, wie man sie auch anderweitig nennt, 12 Millionen pro Tag.